Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind immer noch auf dem Reaper gefangen. Und wir rocken die Mission jetzt einfach, weil wir es mega heftig drauf haben. Und ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Oh shit, 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 shit. Das Ding ist, ich muss auf mein Team aufpassen. Ich muss die Lauchs wegzwiebeln, die andauernd kommen. Ich muss auf mich aufpassen und ich muss den Dicken wegzwiebeln, weil der viel Damage macht. Und ich kein Schild habe. Und das macht sich besser, wenn die Pisser mich schlagen. Irgendjemand ist gestorben. Oh shit. Oh fuck, mein Leid. Fuck, kein Bock. Oh shit. So. Diesmal haben wir es aber irgendwie besser geschafft, glaube ich. Puh. Tanky as fuck, diese Bitches. Oh shit. Wenigstens explodieren die Roten, dadurch sterben die halt schneller. Er ist jetzt ob du eine Granate wirst. Sehr gut. Vorbildlich, vorbildlich, muss ich sagen. Vorbildlich, vorbildlich. Medikit nehmen wir wieder mit. Okay. Oh fuck, 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 fuck. Oh nein, das ist nicht gut. Let me go, bitches. Don't touch me! Pew, 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 pew. Das war richtig süß. Schlimmste Gegner. Schlimmsten Gegner, ohne Witz. Die machen nix. Die sind super tanky. Schlagen dich andauernd, du kannst dich nicht bewegen, du bist im Stunlock und die schlagen dich einfach weiter, bis du tot bist. Küss den Boden, Bitch. Bitch! Get out of the way. Ist da jemand tot? Nein, das ist gut. Oh, halt's. Dragged. Oh fuck, ist da viel Muni. Müssen wir da runter? Ja, komm, wir gehen einfach. Vor uns. Alter. Jetzt können wir mal von den Surroundings wenigstens ein bisschen Gebrauch machen. Und von unseren Granaten. Bringt es wenigstens was. Das Licht euch verbrennen. What the fuck war das? Ein fette Bastard, ey. I don't care, bitches. I gonna own your asses. Ah. That's so nice, guys. Da-da-da.
Feuer. Oh fuck, er tötet mich. Ja. Weg. Tight shit. Gib ihm bitte eine Batsche einfach. Thanks. Das war knapp, guys. Das war knapp. Da haben wir ein bisschen gegambert, ey. Gamba. Oh, eine Schrotflinte. Was das wohl ist? Energiezelle. That's nice. That's so nice of you guys. Oh, noch mehr Munition. Danke. So, hier kommen jetzt noch mehr Gegner bestimmt. Jawohl. Oh ne. Oh, noch einer. What the fuck? Da kommen sie. Ah, was, der lebt immer noch. Ich habe mein zartes Stimmchen für einen kurzen Moment verloren. Hätte lieber Rückenwind. Rückenwind oder Rückendeckung, du Spast. Was soll ich machen, Junge? Schnupper meine Granate. Rennbar oder nicht rennbar? Das ist hier die Frage. Ist aber auch egal. Genau, das ist egal. Gehe auf Tauchstation. Die Mission ist einfach nur Dauerfeuer. Und andauernd nachladen. So schnell es geht. Alter, wie viele hier sind. Puh. Krass. Sieht mir hier so aus, als ob hier noch so ein mega Gamba-Gegner kommen würde. Zwei davon, really. Da sind wieder die dicken Feuer, Schattenschlag. Ich möge das Licht euch verbrennen. God damn it, ich brauch mein Schild, asshole. Ich brauch mein Schild! Ich muss mein Sponge wieder aufladen. Oh, ich bin eigentlich ausgewichen. Eigentlich bin ich ausgewichen. Das war knapp, guys. Das war fucking tight. Tight shit. Wo ist der andere? Der lebt immer noch. Ah, we did it, guys. We did it. Bereit machen. Holy shit. Was? Noch mehr? Ja, die sind alle tot. Warum sind hier so viele noch? Die sind gar nicht Gamba. Die sind gar nicht Gamba. Noch oh, ich dachte, ich runtergefallen. Aber nein, wir können hier gar nicht runterfallen. Das ist aber Welt des Schützmonds. Vor der total fängt nicht mehr. Puh.
Get wrecked. Good job, guys. Good job. Jawohl, Gott sei Dank. Bevor das Schiff auf dem Planeten aufschlägt. Okay. Reaper FFS. Das Cerberus-Team hat es also zurückgeholt. Aber wo sind sie jetzt? One safe. Da gibt es jetzt noch irgendwas Cooles bestimmt drin. Weil der war so mäßig versteckt. Und es gibt... Geld. Es gibt Geld. Natürlich gibt es Geld. Fuck yeah. Was ist mit denen los? What the fuck? Ja, ja, der one-shottet die alle. Mhm. Und ich muss über 4000 Schuss in einen rein investieren. Kampfbereit machen. Fuck. Hat er unseren Kollegen geschlagen? I don't know what to do. Nein, das ist ein Geschmack, das ist unser Freund. Digga, what the fuck are we supposed to do here? I'm really confused for the moment now. Okay, wir schießen. Wir schießen. Wir holen Munition. Wir schießen weiter. Wir gehen auf die andere Seite. Ist da irgendwas? Kann da was aktivieren? Laptop-Suche. Einfach mal machen, Credits abholen. What the fuck is going on? The goddamn bitch, calm the fuck down. Ich verstehe nicht, was wir machen müssen. I fucking don't understand. Ja, okay, übertreib ich. Jetzt ist wieder zugegangen. Ich hab nie im Leben in Nafu. Ach, hier kommt immer neue Munition. Okay. Der Kern wieder offen? Nein. That's. Ja, wir müssen anscheinend die Pisser töten. Irgendwann geht der Kern auf. Da müssen wir dick reinschießen und ihn zerstören. That's it. That's the whole beauty of it. Oh yes. Die Musik ist nice. What the fuck? Ist hier gerade Lehrdammer-Werbung angegangen? What the fuck? Ich hab hier doch gerade Lehrdammer-Werbung gehört, oder? Im Anmarsch. Fuck. Zur Seite machen. Ah, den Kern auf, Bitch. Ohne Witz, als der Kern aufging, hab ich leider mal Werbung gehört, das kann nicht sein. Der ist tot.
how we did it. We did quite good. Jetzt? Warten Sie, er ist Körper intakt. Den nehmen wir mit. Sollten ihn mitnehmen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, der ist geil, Mann. Nehmen wir ihn mit. Gefährlich, aber es lohnt sich bestimmt. 100, Digga, 100 lohnt es sich. Die sind richtig enthusiastisch, was der, den Typen angeht. Charlie hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Geth gefangen genommen hat. Er könnte es wert sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Uns läuft die Zeit davon. Gehen wir. Hell yeah. Wir haben einen neuen Freund. Nice shot. Alter. Wir sind soweit, los. Nice. Die Mission war abfuckend, aber doch sehr nice. Irgendwie. Ich glaube, wären es nicht diese dummen Gegner gewesen, sondern normale Geth, Alter. Ich glaube, das wäre cooler gewesen, aber fuck it. Jedes Spiel hat irgendwie eine AIDS-Sektion. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in Bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere Ihnen, die Belohnung ist erheblich. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Pech. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Gründliche Tests sind wichtig, bevor wir damit das Omega-4-Portal durchschreiten. Die ordentliche Integration in unsere eigenen Systeme wird eine Weile dauern. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Bis dahin verstärken wir weiterhin unser Team. Natürlich, Shepard. Die Crew beginnt sofort mit der Arbeit. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn das FFS bereit zum Testen ist. We did good. We did good, good, good. Wo ist der Spaß? Was? 20 Vorbild? That's not good. That's worst case. Gucken wir erst, was wir bauen können. Ah ne, nicht Maschinenpistole. Oder Pistole. Oder? Sturmgewehr brauchen wir eigentlich. Das ist also teuer. Trotzdem Durchschlagung. Not bad. Panzerung. Biotischer Schaden, Tech-Schaden. Nee. Ich könnte über so Shit, Alter. Dafür brauchen wir immer noch anderen Shit. Das Schiff können wir auch nicht verbessern, weil. Fuck it. Prototypen. Okay, that's good, that's nice. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde mich gerne zum VI-Kern bewegen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Give a shit.
Okay, der ist hier anscheinend. Dann in der nächsten Folge werden wir diesen sehr komischen Geth, was auch immer, aufsuchen und mit ihm quatschen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.